Dann wollen wir mal. Was ist los? Jetzt auf in den Osten, nicht wahr? Route 31. BP mal ein bisschen leider, ne? Ein Mann namens Mr. Pokémon lebt in der Nähe. Du solltest ihn mal besuchen gehen. Ein Mann namens... Oh, da sind die ich umhauen soll, ne? Die sind ja dann... Das sind die einfach nur Käfer, ne? Dann mach ich noch Flug drauf, oder? Die haben da noch keinen Stahl dabei, glaube ich. Der kommt, glaube ich, erst nach der Entwicklung dazu. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ach, und hallo, Midori. Mal gucken, ob da schon Stahl dabei ist. Was ist jetzt passiert? Warum macht er den Flug nicht zu Ende? The fuck? Ich soll sie defusen. Wenn sie explodieren, zählt das dann als defused? Die Bombe entschärfen? Zählt das, als die Bombe entschärft, wenn die Bombe hochgegangen ist? Bei mir soll es recht sein. Besiegt ist besiegt, ne? Was gibt's denn hier eigentlich Schönes zu fangen? Lubella, hm? Der hat Sturdy. Jetzt aber schnell wegklatschen, bevor der explodiert. Die will gar nicht kämpfen? Ich möchte meine Verwandten in Blackthorn City besuchen gehen. Aber durch die dunkle Höhle zu gehen, ist einfach zu gruselig. Ach, ich denke, ich werde einfach warten, bis sie mich mal wieder besuchen kommen. Tja, Feigling. Feigling. Könnten wir da durchgehen? Ich glaube, von hier aus kann man nicht nach oben, oder? Es sind dann irgendwelche Sprungdinger, die das verhindern. Was ist das? Wohin genau? Und Stunfisk, möchte ich meinen. Dummiesel? Echt? Ist das Dummiesel? Oh Gott, die Encounter, es tut mir leid. Ich finde dieses Spiel geil. Das Spiel ist super, super lustig und auf jeden Fall top. Also ich kann es nur weiterempfehlen, ne? Aber die Encounter-Rate, die ist hier gefühlt irgendwie 10-mal so hoch wie in jedem anderen Pokémon-Spiel. Ohne Repels kannst du einfach nicht rumlaufen. Kann ich von hier aus noch Blackthorn gehen? Nee, oder? Das wäre doch verrückt, wenn ich jetzt schon nach Blackthorn könnte. Da geht's zurück. Ich bin der Meinung, ich sollte jetzt eigentlich erstmal zum Professor Linde gehen.
Nicht nach Blackthorn. Aber es sieht fast so aus, als könnte ich hier durchgehen. Ah. Okay. Ein großer Fels blockiert den Weg. Es ist unmöglich, fortzufahren. Ah, das ist nicht gut. Der Stein muss wohl über Nacht hier runtergefallen sein. Wir können ihn vielleicht in die Luft jagen mit etwas Dynamit. Drei Stangen sollten ausreichen. Meine Männer sind in der Höhle verteilt, aber sie sollten welche haben. Bitte geh sie finden und bring mir das Dynamit. Aber hier waren doch gar keine. Oder sind die jetzt erst gespawnt? Ich würde mir sagen, die sind jetzt erst gespawnt? Oder? Ah, Tatsache. Kommen wir jetzt echt schon nach Blackthorn? Wollen wir eigentlich schon nach Blackthorn? Ein Stein blockiert den Weg? Klar, ich kann dir helfen, aber erst lass uns mal kämpfen. Stell mir das gerade vor. Du bist irgendwo. Weiß ich nicht. Auf dem Gipfel eines Berges. Ne? Schnee. Eis. Kalt. Du stürzt irgendwo runter. Brichst dir das Bein. Rufst um Hilfe. Da kommt dann so eine Schwester Joy angerannt mit irgendeinem, weiß ich nicht, so ein Arcani als ein Bernardinerhund, ne? Und sagt: Ich helf dir. Aber erstmal lass uns kämpfen. Weißt du? Alle hier wollen sie erstmal kämpfen. Und selbst wenn es darum geht, dir zu helfen oder du willst denen helfen, vorher erstmal kämpfen. Weißt du? Du hast einen Autounfall. Hängst da so halb aus der Scheibe raus. Überall blutet's runter. Weißt du? Polizei kommt, will dich rausziehen. Feuerwehr kommt gerade angefahren. Da kommt der Rettungsdienst angerannt. Und Polizei: Los, Vukano! Biss! Was? Hilf mir! Greif mich nicht an! Warum? Was stimmt mit diesen Leuten nicht? Der könnte etwas Hilfe gebrauchen. Mach einen Erste-Hilfe-Biss in den Hals. Ich raff diese Welt manchmal nicht. Ach Mensch. Ja. Ging der Eisfang gerade daneben oder was? 95% und er geht daneben. Arvudo, also Sudowudo, ist der Mogelbaum und Ar, weiß ich, ist es Ariados? Also ist doch meistens dann Ari oder sowas. Arbok vielleicht? Auf jeden Fall Stein hinten dran. Da kann man ja Erdbeben machen. Ein Arbok, ja, Tatsache. Arbok mit, also ist es dann Gift und Stein? Vierfachschwäche. Ja, damit. Das nehme ich. Booyah-Chaka. Oh, habt ihr das gesehen? Xela hat mich mal gelobt. Das hast du sehr gut kombiniert mit der Namenlänge. Das muss ich jetzt mal feiern. Von Xela gelobt worden. Uff. Bist doch nicht so doof, wie du aussiehst. Arschloch. Ich kann auch eine Brille aufsetzen. Vielleicht sehe ich dann intelligenter aus. Moment. Ha? Ha? Ja. Streber. Und weißt du, nachdem der Polizist jetzt, ne, erstmal darauf bestanden hat, gegen mich zu kämpfen, statt mir einfach zu helfen, drückt er jetzt eine Stange Dynamit in die Hände eines Zehnjährigen.
Also da kommt ein Zehnjähriger in der Höhle angelaufen und sagt, Wachmeister, Wachmeister, da ist ein Felsen im Weg. Okay, wir prügeln uns erstmal und jetzt kannst du das Dynamit haben. Viel Spaß. Diese Welt macht mich fertig. Nee, das bringt nichts, da ist Hopfen und Malz verloren. Ich hasse dich. Ich habe übrigens für morgen... was? Irgendwie habe ich jetzt mit der Mickey Mouse Heftbeilage namens Nerdbrille gerechnet. Oh. Ich habe auch noch sowas hier, wenn das besser ist. Ich habe jetzt keine Mickey Mouse Brille, aber ich habe sowas hier, wenn ihr das jetzt besser findet. was wollte ich gerade sagen? Wollte doch irgendwas. Ach ja, ich habe morgen ist ja wieder Futtern mit Dös, ne? Und wie ich das letzte Mal angekündigt habe, ist meine Schwester jetzt im Urlaub und ist für die nächsten 4 Freitage nicht dabei bei Futter mit Dös, ne? Und da habe ich jetzt nach einer Alternative gesucht, was könnte man morgen machen? Und morgen kommen der Kufo und mein Cousin vorbei auf den Film. Und da dachte ich, vielleicht kann ich einen von denen dazu überzeugen, sich mit dazuzusetzen. Ich weiß nicht, ob es 20 Uhr stattfinden wird. Es könnte sein, dass wir es ein bisschen vorverlegen. Ich würde es dann im Discord nochmal ankündigen, wann genau es stattfindet. Wenn es stattfindet. Wenn ich einen von denen dazu überzeugen kann, sich mit dazuzusetzen. Und dann machen wir mal eine kleine Runde mit ein paar russischen Snacks. Zeige ich euch doch mal was Lustiges. Wenn es klappt. Aber ich kann nichts versprechen. Dynamit? Klar habe ich Dynamit, aber das gebe ich dir doch nicht, außer du besiegst mich. Ich gebe doch keinem 10-jährigen Dynamit, außer er besiegt mich in einem Pokémon-Kampf. Der Kufo bleibt nur, wenn es Nüsse gibt. Nee, die... ich glaube, der hat keinen Bock auf so scharfes Zeug. Dass er die Nüsse das letzte Mal mitgemacht hat, war schon ein Wunder. Und wir würden dann morgen auch nichts Scharfes machen. War da was? Ich dachte, ich habe da was gehört. Ja, nochmal schauen. Ich kündige das dann morgen im Discord nochmal genauer an, ob es stattfindet und ob es dann früher stattfindet. Die Rattata-Nüsse. Ach so, ich dachte, du meinst das eine Mal, wo der mitgemacht hat bei dem... Wie hießen die? Deathnuts? Todesnüsse hießen sie, ne? Deathnuts. Ich weiß nicht, ob du damit dabei warst. Da haben wir die schärfsten Nüsse der Welt, angeblich, gegessen. Ich fand sie irgendwie gar nicht so scharf. Eher eigentlich auch nicht so brutal. Ich weiß nicht, was das war. War irgendwie merkwürdig. Aber zu anderen scharfen Challenges will er nicht mitmachen. Den One-Chip oder so ein Zeug hat er gleich von Anfang an gesagt, macht er nicht. Nichts Scharfes machen ist aber schwer, wenn du im Bild bist. Es läuft ja heute hier. Eieiei. Wobat. Psycho und Flug? Ich möchte meinen. Wohin genau? Mit irgendeinem Bett hinten dran. Psycho und Flug. Ja, Golbat. Das sieht sogar gar nicht mal so blöd aus, muss ich sagen. Sieht gar nicht mal so blöd aus. Boom, Ghost Dynamite. Und dann geben wir den 10-Jährigen etwas Dynamit mit. Ja, kann ja nicht schief gehen. Sei vorsichtig damit. Weißt du, wir laufen rum und fangen an zu jonglieren. Ja, ich bin vorsichtig. Ja, aber wo ist denn jetzt der dritte von denen? Da? Ne, den hatten wir schon, oder? Wahrscheinlich müssen wir über das Wasser. Na, ach, da unten ist er tatsächlich. Dynamit?
Klar gebe ich das einen 10-Jährigen, aber nur, wenn er mich vorher besiegt. What the... Was? Oma... Ah, das ist ein Ammonitas. Ein Ammonitas mit einem Schacke. Also... Oh Gott, ist die Kombination so scheiße. Ist Ammonitas zuerst Wasser oder zuerst Stein? Und ist Schacke zuerst Stein oder zuerst Käfer? Also entweder ist das jetzt Wasser... Stein... Oder Stein... Käfer... Oder Wasser und Käfer. Keine Ahnung, was es ist. Ein Wasserstein, okay. Es ist ein Wasserstein. Also können wir damit ein Pokémon entwickeln. Mit dem Wasserstein. Ist Boden gegen Wasser schlecht? Ich dachte, es wäre neutral gegen Wasser. Boden gegen Wasser ist neutral. Wenn das jetzt wirklich Wasser und Stein gewesen wäre, hätte die Attacke effektiv sein müssen. Das heißt, es ist nicht Wasser-Stein, es ist Wasser-Käfer. Der ist Wasser und Käfer. Oh, daneben, ernsthaft? Also wirklich, das ist das einzige... Nee. Zwei Probleme mit dem Spiel habe ich noch. Zwei Probleme. Erstens die Encounter-Rate. Darüber beschwere ich mich ja andauernd. Und zweitens wirklich, wenn man schon so viel hin und her fusioniert und dabei so viel die Typen durcheinander wirft, dann sollte man doch bitte hier oben einfach mal eine kleine Anzeige einführen für die zwei Attribute, die das Ding hat. Oder für die zwei Typen, die das Ding hat. Und dann ist das Problem gelöst. Dann muss ich nicht jedes Mal rätseln, was die Kombination für einen Typ am Ende hat. Bei Fossil sind immer Gesteine als erstes. Ah. Okay, dann ist das Stein und Käfer. Habe ich gerade zweimal hintereinander mit Flug daneben gehauen? Habe ich gerade zweimal hintereinander mit einer 95% Wahrscheinlichkeit daneben gehauen? Na, endlich mal erwischt. Aber auch nicht gut. Also ist er doch nicht Käfer. Ach, Stein und Käfer hebt natürlich dann wieder... Ja, dann ist Flug, ja. Flug ist... Stark gegen Käfer, aber schlecht gegen Stein. Also muss ich Iron Head hier einsetzen. Oder Eisfang. Eisfang. Auch nicht gut. Was ist das für ein Typ? Iron Head war gut. Also Stein ist auf jeden Fall drinne gewesen. Temtem macht das sehr gut. Es blendet die Typen ein, wenn man das Vieh schon im Dex hat. Eine ähnliche Funktion, zumindest für die Grundformen, wäre schon sinnvoll. Ja. Ist schwer, wenn man das schon im Dex hat, weil es ja hier durch die Fusionen fast 200.000 verschiedene Kombinationen gibt. Daher schon im Dex haben ist schwer. Ich würde es gerne dargestellt haben, auch wenn ich es nicht im Dex habe, ganz ehrlich. Mach dir nichts draus, ich habe eben ein PCG Stadium Battle gemacht. Dreimal selbst verletzt, zweimal zurückgeschreckt. Boden stark gegen Gestein, schwach gegen Käfer. Flug stark gegen Käfer, schwach gegen Gestein, ne? Genau. Aber warum war Eis neutral? Ich dachte, Eis ist gut gegen Stein. Doch nicht? Eis ist gut gegen Boden, aber nicht gegen Stein. Okay, never mind. Ah, ja. Dann war nur Stahl am Ende gut. Okay, ich gebe ja auf. Hier, etwas Dynamit für den 10-Jährigen. Was kann schon schief gehen? ich renne mal lieber schnell aus der Höhle raus, bevor du es zündest, ja? Also ich würde hier rausrennen. Nachdem der 10-Jährige das Dynamit bekommen hat.
Ja, das hatten wir doch schon. Ja, drei Stücke habe ich. Drei Stöcke. Hä? Du hast mir Dynamit besorgt? Das ist ja super. Ich wusste doch, dass du wie ein vertrauenswürdiges Kind aussiehst. Na dann, okay, lass uns mal ausgraben. Ja, bleib ein bisschen zurück. So 3 Meter, weißt du? Benutzt Dynamit, um einen riesigen Felsbrocken wegzusprengen. Geh mal so 3 Meter zurück. Das wird reichen. Passiert nichts. Und halte die Ohren zu. Hätte sich jetzt umdrehen müssen und sein ganzes Gesicht ist einfach weggesprengt. Weißt du, so dass das Fleisch vom Knochen gelöst. Einfach nur dann so leere, tote Augen, die ihn auch anstarren und er fällt um. Das wäre realistisch gewesen. Der stand 5 Meter von der Explosion entfernt. Alter. Schon allein die Druckwelle, die Schallwelle von der Explosion, ne? Die sollte dir das Trommelfell platzen. Die sollte dir die Blutgefäße im Körper würden zerreißen. Du würdest innerlich verbluten. Allein schon durch die Druckwelle. 5 Meter davon entfernt. Das war eine einseitige Explosion. Die ging nur nach oben. Genau. Der Weg ist frei. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich glaub's hackt, Alter. Ernsthaft. Realismus sieht anders aus, aber dann, naja, egal, es ist ja Pokémon. Es ist ja Pokémon, ein Metal-Code. Also ein Metall-Code. Ja, da hat ein Panzer-Aero und hat da hingekackt. So schaut's aus, Leute. Einmal ordentlich gecodet. Sind wir jetzt echt in Blackthorn City angekommen? What the fuck, hier soll man doch bestimmt noch lange gar nicht sein, oder? Na egal, ich nehme ja schon mal den Teleportpunkt. Und wir gehen aber erstmal jetzt zum Lind wieder runter. Beziehungsweise war hier noch ein Pokéball? Ja. Ich glaube, in Blackthorn City sind wir noch ein bisschen fehl am Platz. Und weißt du, was mir hier gerade ein bisschen fehlt? Fällt mir gerade auf. Diese Abkürzung. Ich weiß nicht, ob die im Normal-Pokémon-Spiel vorhanden war. Aber in Pokémon Revolution Online hast du dann immer so einen Dicta-Tunnel. Da konntest du am Anfang eines Berges markieren oder aktivieren. Und dann, wenn du dann rausgekommen bist, auch nochmal aktivieren. Und dann hast du das als Schnellreisepunkt. Dann könnte ich jetzt von hier aus zum anderen Eingang rausspringen. Gab es das auch in den normalen Pokémon-Spielen oder war das so eine Revolution Online? Mechanik. Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Ich glaube, das war auch in den Standardspielen, oder? Weiß es keiner? Hakuna Matata. Level 52er. Wow. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Die Dickspots, die gab's nur in Pro. Ach so, schade. Ich dachte echt, das war was auch an den Main Games drin war. Weil es halt super praktisch war, ganz ehrlich, oder? Einfach mal von einem Tunneleingang zum nächsten springen. Statt da immer wieder durchzulaufen. Schon fast schon wieder am Neuen. Also ich will heute auf jeden Fall noch bis zum Lind schaffen. Jetzt kann ich aber das hinbekommen.
Wir müssen ja noch durch Cherry Grove. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass wir es heute bis zu Lynn schaffen. Ah, wie ist denn das passiert? Wieder zu viel rumgequatscht oder so. Damit. Airballon. Und ironischerweise der erste Pokéball seit 2 Tagen, der nicht in der Luft geschwebt hat, ist. Nicht rumgeschwebt hat. Rumgeschwebt ist. Der nicht schwebte. Der erste Pokéball, der nicht schwebt und da drin ist ein Ballon drin. Und die anderen Pokébälle schweben aus irgendeinem Grund alle. Weiß auch nicht warum. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es vielleicht gestern oder vorgestern ein Patch kam, der hat einfach Auto-updated oder sowas und da ist irgendwas verbuggt. Alle Pokébälle schweben. Weiß nicht warum. Hä? Hier ist ein wichtiger PC? Wollen sich hier schlafen legen? Hallo, bist du nicht der neue Pokémon-Liga-Champion? Ja, das bist du ja. Du bist es, Discope, der Liga-Champion. Ja, da besteht gar kein Zweifel dran. Man nennt mich Mr. Pokémon. Ich forsche an seltenen Pokémon zusammen mit Professor Linde aus Neuborkia. Hieß das so? Ich habe ein mysteriöses Pokémon namens Arceus erforscht. Anscheinend antwortet es nur auf den auf das Geräusch einer seltenen Glasflöte. Ich glaube, dieses Arceus könnte der Schlüssel sein, der benötigt wird, um die Tür zu einer alternativen Dimension zu öffnen. Vergiss nicht, dass du die komplette Maps nochmal nachts ablaufen musst. Für die Nacht-Pokébälle! Nein, das mache ich nicht! Mache ich nicht! Bitte komm zu mir, falls du jemals etwas darüber herausfindest. Alles klar. Professor oder Mr. Pokémon. Mr. Pokémon. Der Pokémon Professor, das ist ja der Xela. Ne? Nicht wahr? Herr Professor? Von den Viechern her. Ein anderer Pro-Streamer hat mich damals einfach Bill genannt. Das heißt, du gehst noch anderen Pro-Streamern auf den Sack, nicht bloß mir. Das ist ja scheußlich. Ich dachte, ich bin der einzige Pro-Streamer, den du auf den Sack gehst. Kann ja wohl nicht wahr sein. Dann geht er mir auch noch fremd, weißt du? Nur wenn du es streamst. Ja, ich habe schon lange keinen Pro mehr gestreamt. Werde ich wahrscheinlich auch. Weiß nicht. Ich möchte nicht sagen, nie wieder. Aber. Müsste jetzt halt schon mal wieder neuer Content kommen. Irgendein neues Event, wo man ein Legendary fangen kann oder irgendwie sowas. Dann würde ich mal wieder reinschauen. Aber ohne das macht es halt keinen Sinn. Ich habe jetzt keine Lust, einfach nur sinnlos jede Woche die Bosse abzufarmen und Kohle zu scheffeln und sowas. Nochmal neu anfangen? Nee, danke. Vor allem nicht mit dem neuen Scheißsystem. Kein Bock drauf. Ich habe meine Pokémon-Reise in Neuborkia angefangen. Dann müsste der Typ ja jetzt Level 7 oder sowas sein, oder? Ich habe meine Pokémon in genau diesem Gras hier trainiert, um sicherzugehen, dass sie auch
vom Level her hoch genug sind für meinen ersten Arena-Kampf. Willst du mir sagen? Bill! Hey, Bill! Das bist du! Bill, Xela! Willst du mir sagen, der Xela ist so blöd, dass er sich einfach mal 5 Jahre lang in das gleiche Stückchen Gras gestellt hat und einen Ratfratz auf Level 71 gelevelt hat, vor seinem ersten Orden? Alter, du hast Kufo 5 Jahre lang auf Level 71 gelevelt, oder was? Wie lange stehst du in diesem Gras schon rum? Das ist nicht hier kaputt. Ich hatte in Pro neulich Sinnoh angefangen. Nachdem ich diesen Barry oder wie der heißt in der ersten richtigen Stadt nicht gefunden habe, habe ich es wieder deinstalliert. Mag Sinnoh nicht. Ich mag Sinnoh nicht. Bumm, deinstalliert. Das ist ja geil. Glaubst du, ich bin jetzt bereit für Falkner? Alter, du hast ein Level 71er. Ja, geh einfach mal hin. Aber es ist ein Radfratz. Entwickle es vielleicht mal. Entwickle es! Ich denke immer noch nicht, dass ich bereit bin für meinen ersten Arena-Kampf. Bitte hilf mir zu trainieren. Nein, geh weg. Ist ein Vogel, Alter. Steht da hier ein Level bis Level 71 vor seinem ersten Orden? Leute, gibt's, ey. Flug! Hab ich gerade schon wieder mit Flug daneben gehauen? Willst du mich verarschen? Ich hab gefühlt von den letzten 10 Mal, wo ich Flug eingesetzt habe, knapp die Hälfte daneben gehauen oder so. Vielleicht waren es nicht ganz 5, vielleicht waren es bloß 4 oder so, aber selbst dann. 40% da oder so daneben gehauen. Bei einer 95%igen Trefferchance. Will mich verarschen oder so? Ja. Griever, du kannst wieder installieren. Barry steht in Jubilife in der Trainerschule, links vom Pokémon Center. Jetzt kannst du wieder installieren. Und noch mehr von den Dingern. Alter, wie viele sind denn noch auf dieser Map? Ich bin gerade eben erst ein Trainer geworden. Aber dieses Pokémon, das ich in der dunklen Höhle gefunden habe, ist ziemlich stark. Du willst mir sagen, du hast in der Höhle eine Fusion aus Misdreavus und Pikachu gefunden? Ich habe Pikachu dort gar nicht im Spawnpool gesehen. Jetzt die große Preisfrage. Hat Misdreavus Schwebe? Ich glaube ja. Ich glaube, Misdreavus hat Schwebe. Denn der hat's auch. Unseres hat es auch. Also mach ich. Ich weiß nicht was. Ich weiß noch nicht was. Ja, immer nur zu den Eventspielen. Das könnte man auch machen. Immer den XP-Share benutzen. So ein, zwei Wochen spielen und dann es wieder ein bisschen liegen lassen. Ein, zwei Wochen spielen, wieder ein bisschen liegen lassen. Sag mal, Xela, bist du dann eigentlich mit dabei, wenn wir dann jetzt hier nächsten Freitag, ich glaube es ist nächsten Freitag, bei Palworld wieder reinstarten? Ich glaube, der Madara wollte mitmachen. Ich glaube, BP wollte mitmachen. Kufo frage ich auch nochmal, aber der wird wahrscheinlich wieder Nein sagen. Aber ich würde dann wieder, ich würde dann einfach genauso wie bei Valheim, würde ich auf meinem Laptop einfach einen Server aufsetzen. Sollte ja eigentlich gehen. Bin ich der Meinung. Ich müsste halt erstmal nachgucken, wie es geht.
vielleicht bevor das Update rauskommt, mal für die aktuelle Version einen Server aufsetzen, kurz drauf gehen, gucken, ob es funktioniert und dann aufs Update warten. Und dann halt wieder neu aufsetzen natürlich, aber erstmal gucken, wie es funktioniert. Und dann würde ich einfach, müsste bei uns nichts mieten, weißt du? Würde ich einfach den Server anschmeißen und gucken wir mal rein, oder? Hätte ich Bock drauf. Ich warte, bis irgendwann mal einer einen Pokémon Fusion Online-Server rausbringt. Kann man das überhaupt im Koop spielen? Kann man da einen Server machen? Nee, ne? Du meinst, es müsste jemand das Spiel richtig so umbauen, dass es online hat, ne? Oder komplett neu machen. Autsch! Ich bin gerade erst ein Trainer geworden. Aber dieses Pokémon, das ich in der dunklen Höhle gefunden habe, ist ziemlich stark. Die sagen alle das Gleiche! Okay, du hast recht, das Dunsparce. Das war ein Dunsparce in der Höhle. Du hast jetzt aber keinen Schwebe, oder? Nee. Das müsste ja sogar mono-normal sein, oder? Dunsparce ist normal und Radikal ist normal. Soweit ich weiß. Nicht stark genug. Ich werde einen Haufen mehr Pokémon in der dunklen Höhle fangen und dann fordere ich Falkner heraus. Ja, mach das. Mach das. Ich finde das krass, dass die hier gerade anfangen und dann schon mit Level 70er Pokémon rumrennen oder Level 60er und sowas. Wenn die damit nach Kanto gehen würden, würden die dort alles wegklatschen und könnten Champion werden. Da ist noch eins. Da ist noch eins von den Mistviechern. Die Spawnrate! Ja, die Spawnrate und eine Typenanzeige. Das wäre der Hammer. Ich habe in Pokerogue einen Shiny Kyurem aus dem Ei bekommen. Man kann die Steine für Zekrom und Reshiram finden, um es zu fusionieren. Nur leider habe ich gerade den Stein für Zekrom gefunden. Ich spiele es aber speziell und brauche den Stein von Reshiram. Ich könnte dieses Pokerogue nicht spielen. Immer wieder von vorne anfangen zu müssen, wäre mir zu blöd, ganz ehrlich. Aber Respekt, dass du es durchziehst. Ich hoffe, man kann es auch irgendwann durchspielen. Keine Ahnung, wie das läuft. Ich glaube, es ist egal, wie du spielst. Du erstellst dir auf der Webseite einen Account und kannst du dann so oder so einloggen, wie du es möchtest. Ich habe mir auch einen erstellt. Wir haben es ja mal so zwei Runden gespielt und dann habe ich es ausgemacht. War nicht meins. Oh, wir haben endlich das letzte von denen geklärt. Die Straße ist frei. Hallo da, Kumpel. Ich bin der Cousin vom Angelguru. Angeln ist bei Weitem mein Lieblingshobby. Angelst du auch gerne? Super, ich mag deinen Style. Ich werde deine Angelroute ein bisschen upgraden mit diesen automatischen Haken. Was hältst du davon? Ja, klar. Angeln ist ein Lebensstil. Vom Meer zu den Flüssen. Geh raus und schnapp dir einen großen. Na, ernsthaft? Na? Ich drücke nichts. Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Komm schon. Aha, so sieht das dann aus. Also der rennt dann nicht mehr weg, quasi. Du kannst nicht verpassen, A zu drücken, er drückt es automatisch. Aber du musst es dann nochmal hinterher drücken. Trotzdem cool.
Dilskop, dann musst du Emerald Rogue spielen. Das hat ein Ende. Bin im Endless zweimal bei Welle 1200 angekommen. Bei mir lädt das nirgends mit keinem Browser. Ich hab's auch im Browser probiert. Lief bei mir problemlos. Vielleicht hast du, weiß ich nicht, einen komischen Adblocker, der das blockiert oder sowas. Oder kein Java oder sowas. Kein JavaScript. Hier Plugin oder sowas. Ich weiß es nicht. Wir pflanzen hier einen Haufen seltener Beeren an. Bedien dich ruhig. Mach ich. Tatsächlich haben sehr viele Probleme, Pokerock im Browser zu spielen. Bist du auf Windows 11 oder so? Ich bin noch auf der 10. Bei mir läuft es problemlos im Chrome-Browser. Habe ich es, glaube ich, oder hab ich es im... Nee, ich habe es in Mozilla, glaube ich, gemacht, oder? Ich glaube, ich hatte es in Mozilla gemacht, weil ich ja den Mozilla... Also ich benutze Mozilla persönlich nicht. Mozilla ist genau der Browser, den ich eingerichtet habe für Streams. Also immer, wenn ich Mozilla Firefox aufmache, ist es dann im Stream sichtbar. Wenn ich jetzt Chrome aufmache, seht ihr das nicht. Ich kann jetzt nebenbei auf Chrome googeln, das seht ihr nicht. Aber wenn ich Firefox anmache, das seht ihr. Und deshalb habe ich das dann auch in Firefox gespielt. Und da lief es problemlos. Windows 10 Firefox. So, sind wir angekommen. Lass mal hier reingehen. Hier gibt es, glaube ich, gar keine Arena, oder? Am Telefon mit Chrome, sagt er. Ja, versuch's. Ja, am PC hast du es aber auch mit Firefox probiert, ja? Das ist komisch. Wie gesagt, bei mir lief's problemlos.